So Leute, wir haben etwas zu feiern und zwar 40 Jahre Quattro. Jawohl! Vor 4 Jahrzehnten hat dieser Wagen hier das Licht der Welt erblickt und zwar in Genf auf dem Automobilsalon. Das ist eine echte Automobilikone, denn er ist das erste permanent allradgetriebene Fahrzeug der Marke Audi und die Technik, die drin steckt, die ist wirklich sehr revolutionär. Die schauen wir uns jetzt an. Unvergessen ist der Clip aus dem Jahr 1986, der im finnischen Kaipola gedreht wurde. Ein roter Audi 100 CS Quattro mit Rallye-Profi Harald Demuth am Steuer fuhr die Skischanze aus eigener Kraft hinauf. Sensationell. Eine beeindruckende Vorstellung des Quattro Allradantriebs, der im Audi Quattro Coupé debütierte. Und so wurde er damals beworben. Selbst unter extremen Verhältnissen beweist der Quattro seine sichere Kurvenführung und volle Traktion. Das heißt, die Fähigkeit, stets die gesamte Kraft auf den Boden zu bringen. Herzstück ist das Mitteldifferential, dem die Kraft über eine Hohlwelle zugeleitet wird. Es verteilt die Kraft auf die Hinterachse und, das ist das Raffinierte am Quattro, durch die Hohlwelle hindurch zur Vorderachse. Durch Integrierung des Mitteldifferentials ins Getriebe entstand eine platz- und gewichtssparende Lösung, ideal für Straßenfahrzeuge. Das, was wir hier sehen können, das ist das Besondere am Urquattro und zugleich die technische Revolution bei Audi, die geholfen hat, das Bieder-Image abzulegen. Ja, der permanente Allradantrieb, der eben Quattro heißt. 1976 bzw. 77 in den Wintermonaten, da waren die Audi-Leute auf Erprobung mit diversen neuen Audi-Modellen, frontangetrieben und einem allradgetriebenen VW Iltis. Ja, der VW Iltis, der schlug sich bei Schnee besonders gut und so kamen die Ingenieure auf die Idee, hey, warum verbauen wir nicht einfach einen Allradantrieb in einen Sportwagen? Und so war die Idee geboren, ein Audi Coupé zu bauen mit permanentem Allradantrieb. Geboren ist dann 1980 der Audi Quattro, den wir hier sehen können. Typisch für den Urquattro war ja dieses kantige Design und die speziellen Kotflügelverbreiterungen vorne wie hinten. Quadratisch, praktisch, gut könnte man bei diesem Anblick meinen. Doch der erste Quattro war damals ein Designhit und wurde von keinem geringeren als Giorgio Giugiaro gezeichnet. Seine Ecken und Kanten sind bis heute legendär. Klassisches Cockpit der 80er Jahre. Dunkelbraunes Interieur mit weich bepolsterten Sitzen im Zebrastreifendesign. Das Mitten- und Hinterachsdifferential ließ sich bis Ende 1981 noch manuell sperren, über Hebel in der Mittelkonsole. Ja, der Urquattro, der war in den 80ern ein richtiger Sportwagen und ist es heute noch. Unter der Haube ein 5-Zylinder-Turbomotor mit 200 PS und 10 Ventilen. Dieser Urquattro, hat quasi Audi geholfen, dieses Biedermann-Image abzulegen und dazu beigetragen, dass Audi zum Premium-Hersteller aufgestiegen ist. Denn wir haben ein Fahrzeug, was einen Quattro-Allradantrieb hat und somit eines der Urväter von allen allradgetriebenen Fahrzeugen der Marke ist. Noch dazu hat man aufgrund der Quattro-Technologie herausragende Erfolge im Motorsport feiern können. Der Audi Quattro gab Anfang 1981 bei der Jena Rallye in Österreich sein Debüt. Franz Wittmann Senior und Kurt Nestinger holten den ersten geschichtsträchtigen Sieg auf allen Vieren. Noch dazu mit 11 Minuten Vorsprung. Ich sehe in erster Linie, was mir Anfang des Jahres klar war, dass mein Gegner eine neue Technologie ist, ein neues Auto, ein vierradgetriebenes Auto, das den Weg in die Zukunft weist. Und gegen dieses Auto werde ich wahrscheinlich verlieren. Walter Röhrl sollte Recht behalten. Röhrls Hauptkonkurrentin war in diesem Jahr Michel Mouton auf einem, auch von Röhrl selbst, als technisch haushoch überlegen eingeschätzten Audi Quattro. Mouton errang 3 Siege und damit einen mehr als Röhrl. Es folgten zahlreiche weitere Erfolge. 1982 gewinnen sie die Markenwertung. 1983 holt der Finne Hannu Mikkola den Fahrertitel mit dem Quattro A1, auf den der A2 folgt. Ende 1984 stehen beide Titel im Quattro A2 fest, mit Stig Blomqvist als Fahrer. Spannungen bei Opel geht Röhrl erst zu Lancia, dann 1984 zu Audi. Trotz Eingewöhnungsphase und an den Quattro angepasste neue Fahrtechnik gewinnt er die Rallye Monte Carlo auf dem Quattro A2.
Nun sind wir an der Reihe. So muss es sich anhören. 5 Zylinder, Allrad, jawohl. Wir fahren der Sonne entgegen, lassen den Fahrtwind um die Nase wehen und spüren förmlich den Charme der 80er. Für heutige Verhältnisse lässt sich der erste Quattro noch herrlich ehrlich fahren, kein Vergleich zu heutigen Modellen. Mit seiner revolutionären Technik stellt er damals die Automobilwelt auf den Kopf. Über 11.500 Exemplare wurden damals gebaut, der Preis lag bei rund 50.000 Mark. Der klassische Quattro. Das Auto, mit dem die Geschichte des Quattro-Antriebs begann, das diesem Prinzip zum Durchbruch verhalf. Turbomotor, serienmäßig mit ABS ausgestattet. Nur für gut Betuchte war der 306 PS starke Audi Sport Quattro, der als Homologationsmodell für den brutalsten Rallye Quattro namens E2 diente. Rund 200.000 Mark kostete er damals, heute ist er gut und gerne eine 500.000 Euro wert. Ein exklusives Hochleistungscoupé, das aus den Erfahrungen des Rallye-Sports entwickelt wurde. Ja, Rallye-Sport. Spätestens mit dem permanenten Allradantrieb Quattro gelangen Audi einige Erfolge. Das Ansehen in der Bevölkerung stieg stetig, Audi wurde zum Premium-Hersteller. Auch wenn die brutalste Ausbaustufe des Quattro, der E2, nur wenige Erfolge im Rallye-Sport verzeichnen konnte. Zu brutal war die Gruppe B, die aufgrund zahlreicher tödlicher Unglücke alsbald eingestellt wurde. Da lassen wir es doch lieber gemütlich angehen. Fahren im Stile der 80er. Cool ist das allemal. Heute, 40 Jahre später, gibt es sogar eine neue Generation des Quattro-Antriebes. Mit dem e-tron ist Audi in ein neues Zeitalter gestartet. Mit Quattro 2.0 sozusagen. Der Audi e-tron Sportback fühlt sich wie ein echter Audi an. Man hat stets Traktion und ein tolles Handling. Dieser Allradantrieb funktioniert voll elektrisch und verschiebt die Radmomente viermal schneller als mechanische Systeme. S-Modelle haben sogar 3 Elektromotoren an Bord, einen vorne, 2 hinten. Mit ihnen lassen sich die Vorteile eines Sportdifferentials an der Hinterachse elektrisch realisieren. Aber zurück zur Historie. Nach diversen Rallye-Erfolgen stellte Röhrl 1987 beim Pikes Peak Bergrennen einen neuen Rekord für die knapp 20 Kilometer lange Bergstrecke auf. In einem rund 600 PS starken Audi Sport Quattro S1 war er der erste Fahrer, der auf dieser Strecke mit einer Laufzeit von unter 11 Minuten siegte. We'll be right back.
den 90er Jahren dann auch Erfolg im Tourenwagensport. Zumindest so lange, bis das europäische Reglement den Allradantrieb verbot. Bilanz hier: 2 DTM-Titel, 11 nationale Super-Tourenwagen-Meisterschaften und ein Tourenwagen-Weltcup-Sieg. Ich sehe mich hier ein bisschen als Botschafter des Rallye-Sports. Ich muss also die Rallye-Fahrer hier vertreten, damit die Rennfahrer endlich wissen, dass wir Rallye-Fahrer auf der Rundstrecke genauso gut sind wie sie. Erst die Entwicklung des ersten Quattro-Antriebes in einem herkömmlichen Pkw, dann historische Erfolge im Motorsport. Audi hat Automobilgeschichte geschrieben. Bis heute hat der Quattro-Antrieb Bestand. Allrad gehört zum festen Bestandteil und ist nicht mehr wegzudenken. Bis heute haben die Ingolstädter übrigens über 10,5 Millionen Quattro-Modelle produziert. Wir sagen Respekt und alles Gute für die nächsten 40 Jahre.